Damit ein herzliches Willkommen zurück zu Ich reagiere auf. Ja, Freunde, beim ersten Video haben wir auf mein allererstes reagiert. Im zweiten haben wir auf das gute Maxify-Video Hide and Seek im Wasserpark reagiert. Und das dritte Video, worauf wir tatsächlich reagieren werden, ist Pokémon Karmesin and Purpur. Denn vor gut anderthalb Stunden, ja oder ein kleines bisschen länger, ist nämlich der nächste Trailer zu dem Spiel rausgekommen. Und diejenigen, die ja teils meine Let's Plays mitverfolgen, wissen, dass ich Pokémon liebe. Und ich bin mal sehr gespannt auf die neuen Infos. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich konnte leider nicht live mit dabei sein, sondern habe hier nur mal kurz reingestöbert. Und ich würde sagen, wir switchen mal rein ins Video. Und ich würde sagen, ich schaue mir das, glaube ich, erstmal komplett an. Und dann werde ich an einigen Stellen nochmal pausieren, um mir das Ganze nochmal ein bisschen genauer anzusehen. So, mal kurz noch ein paar kleine Einstellungen hier treffen. Einen Moment bitte. Nee. Passt. So. Dann schauen wir uns das mal an. Let's go, liebe Freunde. Okay. Also die Sprites sehen schon mal ganz okay aus und... What? Warte mal, es gibt zwei Professoren und... Wow, das sind dann wohl die Starter, nehme ich an. Okay. Also wieder auch so eine Art Multi-Ding. Was ist das denn? Ferkuli. Ah, okay. Verstehe. Hm? Kommen jetzt die Legis? Es sieht wohl danach aus. Okay. Interessant. Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Weltweit erhältlich ab Freitag, den 18. November. Ja, auf jeden Fall recht interessant und ich würde sagen, wir sehen uns das nochmal in aller Ruhe an. Also Grafik schaut schon mal echt interessant aus. Immer einen kleinen Tick besser sogar als Schwert-Schild damals sogar. Ja, aber es ist natürlich klar,
Man kennt's. Ich werde mit Sicherheit wieder den männlichen Protagonisten nehmen. Und da stelle ich mir auch noch folgende Frage irgendwie, weil wegen den zwei Säulen. Ist das eine Art Anspielung auf die Legis oder? Weil es sieht ein kleines bisschen irgendwie danach aus. Aber gut, da muss man halt irgendwie noch ein bisschen abwarten. Genau, und ich finde es auf jeden Fall echt krass, dass es hier irgendwie zwei Professoren gibt und nicht nur einen. Ich bin mal sehr gespannt, was es damit auf sich haben wird. Weil ist auf jeden Fall schon mal etwas anderes als das, wie man es bisher eigentlich kennt. Genau, Antiqua und Professor Futurus. Moment mal, ist dieser Futurus etwa diesem rechten blauen Legi da gewidmet und die Antiqua quasi dem linken Legi da, dieses rötliche? Was ich von den Startern halten soll. Ja, die sehen ganz okay aus. Ich wüsste tatsächlich noch nicht, welches für welches ich mich entscheiden sollte. Also da muss ich noch ein bisschen überlegen. Und das könnte tatsächlich einer unserer Rivalen sein, kann das sein? Weil muss ja irgendwie so sein, weil die sieht irgendwie schon ein bisschen besonders aus. Und ich frage mich, ist das da eine Tankstelle oder was soll das darstellen? Oder ist das so eine Art Pokémon-Markt? Auf jeden Fall haben wir hier neue Pokémon. So wie es sich für eine neue Gen auch gehört. Genau, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Also gibt es im Grunde so ein ähnliches Feature wie damals in Schwertschild. Da konnte man ja auch auf der Naturzone quasi campen gehen, wo dort drei Personen mit reinkommen können. Aber es sieht vielleicht ein bisschen danach aus, als könnte man hier mehr machen. Hoffe ich zumindest. Weil ich muss sagen, es war schon ein recht cooles Feature. Ja, da sieht man es nochmal. Ich frage mich echt, was es damit auf sich haben wird. Aber natürlich werde ich versuchen, mir die Spiele auch zu Release zu holen. Welches ich mir wahrscheinlich holen werde, das werde ich dann im Anschluss sagen. Genau, und es gibt wieder Pokémon auf der Overworld zu sehen. Ja, da sind die Meinungen ein bisschen zwiegespalten. Also die einen fanden das irgendwie damals gut, wo man noch ins wilde Gras gegangen ist und die sich quasi überraschen lassen hat, welches da auf einen zukommt. Und andere wiederum finden das gut, weil dann sieht man die wirklich sichtbar, kann den sonst auch ausweichen, weil ich muss sagen, ich finde das auch ein bisschen nervig. Man geht so durchs hohe Gras, man macht den ersten Schritt oder es fehlt noch ein Schritt hinaus und dann wird man angegriffen. So kann man das eigentlich recht gut umgehen und ich muss sagen, mir gefällt das neue Feature. Also ich habe da persönlich echt nichts gegen, wenn die das weiter fortführen. Genau, und der hat gewackelt. Das war also im Grunde ein echt gut geworfener Ball. Und das hier erinnert mich ein kleines bisschen an, ich glaube, Creakle war es, was sich dann später zu einem Marmutel entwickelt hat. Nur halt ein bisschen anders irgendwie. Ferkuli, genau. So, und wir sehen hier auch direkt den Namen dieses Starters hier: Quacks. So heißt das Ding also. Und wir sehen hier rechts Kampf. Pokémon, Beutel und Flucht. Und natürlich gibt es auch Pokémon-Info. Ich bin mal sehr gespannt, ob es in dem Game wieder das mit den Attacken gibt, dass man sieht, was auf was sehr effektiv ist. Ich muss sagen, ich bin da irgendwie nicht wirklich so ein Freund. Weil ich finde, persönlich würde es zum Beispiel besser finden, wenn man die Möglichkeit hätte, dieses Feature an- oder auszustellen. Weil. Ja, also für Neulinge ist das auf jeden Fall eine echt große Hilfe, aber für diejenigen, die schon recht lange Pokémon spielen und sich natürlich auch mit den Typen gut auskennen,
Da ist es vielleicht nicht so vonnöten. Bei den neuen Pokémon, da könnte ich es auch verstehen, weil da weiß man zum Beispiel auch noch nicht, was hat denn das jetzt für ein Typ? Also da könnte man da durchaus noch sagen, okay, ist noch in Ordnung. Genau. Und natürlich gibt es hier auch Trainerkämpfe. Wie sollte es anders sein? Und wir sehen ja auch direkt einen Game-Hubs. Ja, aber das sieht wohl wirklich schon so ein bisschen wie eine Art Laden aus, oder? Oder ist das... Warte mal, oder ist das das Pokémon Center? Weil da in der Mitte, das sieht mir ein bisschen danach aus, als könnte man sein Pokémon heilen. Das da links könnte tatsächlich der Pokémon-Markt sein. Und da rechts, das könnte vielleicht so eine Art Online-Ding sein. Glaube ich zumindest. Ich vermute es, aber es könnte durchaus sein. Das mit dem Tausch, das sieht aber auch nicht schlecht aus. Also hat tatsächlich was. Mal was anderes irgendwie zum Teil. Genau, Blutzug sehen wir hier. Monte Carlo hieß das Teil, glaube ich. Wir sehen hier Trassler. Nee. Ah, Grostellas. Entschuldigung. Frigometri. Gengar. Froyal. Nee, Froyal nicht. Okay, den Namen von dem Ding habe ich vergessen. Fiaro. Und das könnte die Pokémon-Arena sein, oder? Also ich hoffe zumindest, dass es hier in dem Game auch Arenen gibt. Hoffe ich doch zumindest. Und auch mit der Overworld eben sah auch nicht schlecht aus. Genau, und hier sehen wir auch noch mal die Legis. Ja, die sehen beide nicht schlecht aus, aber ich denke, ich werde mich wahrscheinlich für das linke entscheiden als das rechte. Aber das rechte scheint irgendwie eine Art Roboterschlange oder so zu sein, was fliegen kann. Weil damit ist dann nämlich klar, ich werde... Aber gut, das ist tatsächlich in den meisten Spielen so, dass wenn man die Editionen sieht, dass ich meistens immer irgendwie die linke nehme. Fragt mich nicht warum, ob es Schicksal oder Zufall ist. Irgendwie nehme ich immer die linke Seite. Egal, ob das nun hier XY war, Alpha Saphir, Omega Rubin oder auch Schwert oder Pikachu Evoli oder Sonne, Ultrasonne. Es war irgendwie immer die linke Seite, die ich genommen habe. Ja. Nee, recht interessant auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf mehr. Schreibt sonst mal gerne auch in die Kommentare, wie persönlich ihr bisher darüber denkt. Also ich muss sagen, für mich sieht es sehr interessant aus. Die einzige Sorge, die ich hier natürlich habe, ist, dass das Spiel wahrscheinlich oder dass das Spiel nicht zu früh erscheint, was hier eventuell der Fall sein könnte und dass es dann irgendwie quasi unvollständig oder unfertig sich anfühlt. Aber gut, ich warte mal ab. Und schau mal, wie sich das Ganze dann noch so entwickeln wird. Denn wie hieß es? Genau, 18. November. Ich werde versuchen, mir das bis dahin zu holen, beziehungsweise oder auch, ja, so früh wie möglich. Und wie gesagt, jetzt seid ihr gerne dran. Schreibt sonst mal gerne in die Kommentare, ob ihr zum Beispiel schon Ideen habt, welchen Protagonisten ihr nehmen würdet oder auch welchen Starter oder auch zum Beispiel, welche Edition ihr euch holen würdet. Weil es würde mich auch mega brennend interessieren. Also bei mir ganz klar, ich nehme den männlichen Protagonisten. Die Edition, die ich nehmen werde, wird wahrscheinlich Karmesin sein. Aber beim Starter, uff, da habe ich noch keine Idee. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr doch auch. Und ich hoffe doch sehr, dass wir uns bald bei einem neuen Video von Ich reagiere auf wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal dann. Euer Mr. Tech. Tschüss!